Wir haben es noch vor, oder zum, ja, zum Thema Dividendenaktien ist mir jetzt auch was eingefallen, weil ich jetzt hier gerade das im Chat gelesen habe. Das interessiert mich jetzt zum Beispiel sehr. Wenn wir jetzt zum Beispiel Netflix jetzt bei dir nehmen, das ist ja bei dir wirklich eine Kursrakete so gesehen gewesen. Du bist ja da irgendwie bei 5.000 eingestiegen, also mit 5.000 eingestiegen und das hat sich ja wirklich also rasant entwickelt auf mehrere hunderttausend diese Position, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und über 400.000. Sogar, ja. Holy smokes, das ist fast Verhundertfachung, oder? Fast schon. Da ist dann so ein bisschen meine Frage, gibt's, also gibt's ein Exit-Szenario oder was ist, also wartest du bis Dividende ausschütten oder was ist so der, oder was ist da die Vorgehensweise? Also meine Frage ist so ein bisschen, wie schafft man es überhaupt, die Aktie so lange dann auch zu halten? Weil es gibt viele Leute, die haben bei 100.000 schon verkauft, bei einer Viertelmillion schon verkauft. Du hast gerade gesagt, es ist jetzt bei 400.000. Also was ist da so dein Hintergrundgedanke und vor allem, wieso oder wie hast du es geschafft, da so felsenfest immer noch drin zu bleiben? Naja, das ganze Streaming ist ja alles noch am Anfang. Mhm. Die haben ja, in Amerika haben sie den Markt schon erobert, aber so die ganzen Schwellenländer da in Indien und so und China, da ist ja überall noch ein Riesenpotenzial. Auch in Europa gibt es ja viele, die haben noch ihr Kabelfernsehen und das traditionelle Satellitenfernsehen und so. Und da ist also das ist alles, steckt noch in den Kinderschuhen. Das Potenzial ist gigantisch. Und das ist der Weltmarktführer. Die machen das sehr gut. Die expandieren, fangen jetzt erstmal richtig an. Jetzt haben sie gerade ein Büro eröffnet in Berlin und stecken da ziemlich viel Geld in neue Serien, deutschsprachige Serien. Ich glaube, 500 Millionen wollen sie investieren. Also, das ist ein Erfolgsmodell. Ja. Die sind total clever. Die wollen jetzt einsteigen ins Online-Gaming, Videospiele auf dem Handy, kostenlos für alle Abonnenten. Noch was mitbieten, mehr bieten als nur Fernsehen schauen und Streaming. Also die sind total clever. Warum soll ich da aussteigen? Das ist ein Erfolgsmodell. Das ist, die haben sich verteidigt gegen Disney Plus. Obwohl die mit einem Kampfpreis reingegangen sind, ist Disney Plus viel kleiner als Netflix. Und Disney hat ja eine riesen Filmbibliothek und die haben es nicht geschafft, Netflix vom Thron zu stoßen. Also ich bin da total zuversichtlich. Die sind total clever, wie sie das aufgebaut haben und ausbauen. Ich habe da gar keinen Bedarf, irgendwie da auszusteigen. Also ich bleibe da investiert und ich finde, das steckt alles noch am Anfang. Wir haben immer noch viele Menschen, die traditionell Fernsehen schauen. Und das ganze Modell, das verändert sich so schnell und die sind da ziemlich aktiv, was die ganzen Trends angeht. Gut dabei. Also du bist da natürlich auch sehr vom Geschäftsmodell und dem ganzen, dem Streaming-Konzept sehr überzeugt, wie ich raushöre. Ja, vom Management halt. Ja, genau, vom Management. Also die andere Frage, die mich dann, oder die sich da mir noch stellt, ist, du hast ja dann wahrscheinlich, also hast du nachgekauft bei Netflix irgendwann, oder ist das immer noch diese Grundposition, du hast nie nachgekauft? Das ist einfach diese 5.000 am Anfang. Okay. 5.100 Euro am Anfang. Ja. Und das war's, einfach kaufen und liegen lassen. Wenn du das machst, jetzt schaust du mal zurück, da hättest du bei Microsoft, bei Amazon mit 1.000 Euro Einsatz, hättest du über 1 Million heute. Mhm. Ja. Man muss einfach Geduld haben. Ja. So läuft es wahrscheinlich hoffentlich darauf auch hinaus, dass es aus den 400.000 wird es dann Millionen oder so. Aber die Leute, das ist auch, ich glaube, die Leute haben auch, das Problem ist, hey, Angst vorm Erfolg, ja. Denken immer viel zu schnell an die Gewinnmitnahme, was ein ganz großes Problem ist. Deswegen mache ich das Buy and Hold extrem. Und schau dir den Warren Buffett an, der hält Aktien für 30 Jahre, ja, und das ist für den nichts. Also ein erfolgreiches Unternehmen, was mit zig Millionen verdient, so viele Abonnenten hat, ja. Warum soll ich das hergeben? Also, das ist ein gutes Investment. Da sind wir auch direkt passend eine Überleitung zu einer nächsten Frage von Aktienmäßig. Steve fragt nämlich, ob du auch findest, dass die meisten Menschen grundsätzlich bei verschiedenen Dingen einfach zu ängstlich sind. Du hast ja vorhin angesprochen, Angst vorm Erfolg auch zum Teil, dass das vielleicht einen sozusagen zurückhält, weil man vielleicht eben, ich sag's jetzt mal so, die Netflix-Aktie schon bei 100% Gewinn veräußert hätte, statt dann einfach laufen zu lassen und dann hätte man
gefühlt das fast hundertfache da. Also denkst du, das Spiel, also das spielt schon auch so eine Rolle, wenn man jetzt, egal in welchen Bereichen, ob das jetzt Unternehmertum ist, Selbstständigkeit, Angestelltenjob, Karriere, Investments, erfolgreich sein möchte, dass eben diese Ängstlichkeit vielleicht so ein bisschen einzurückhält? Oder was ist da deine Meinung dazu? Absolut, ja. Ängstlichkeit, Selbstwertgefühl, ja, das ist ein großes Problem, was Leute, die hätten ein viel größeres Potenzial, wenn sie an sich glauben würden und von sich überzeugt wären, viel stärker, als sie es sind, gell? Also, ja, das könnte schon helfen, die ganzen Ängste, deswegen haben wir auch viele Leute, die komplett scheitern an der Börse, ja, weil da kommt die nächste Korrektur und dann haben sie Angst. Ich habe da Leute, die verkaufen ständig ihre Aktien, wenn die ins Minus rutschen. Ich sage, das kannst du doch nicht machen, das passiert mir ja auch. Ich steige irgendwo ein bei Weight Watchers und dann ist das Ding gleich mal im Minus 10% oder so. Aber ich behalte die dann und wenn ich jedes Mal das verkauft hätte, weil sie ins Minus rutschen, das wäre eine Katastrophe, dann hätte ich überhaupt nichts verdient. Ja? Also man muss einfach dran glauben, an sich glauben, ja, an die Börse glauben, an seine Vision und dann wird es schon was. Wenn du wenn das alles stimmt, das ganze Konzept halt, dass du halt niemand, wenn das halt grundethisch auch ist und du niemanden versuchst reinzulegen und das Beste gibst bei der Arbeit. Und dann wird das auch, und dann vertrauen die Leute auch, dann baust du auch ein positives Image auf, weil die wissen, hey, der Typ ist ehrlich und der legt niemand rein und der ist wirklich, der will was aufbauen und der steht dahinter. Und dann glauben auch immer mehr Leute an dich. Also, ja, die Aura ist wichtig, an sich glauben, nicht so viel Angst haben und dranbleiben an seinen Träumen halt. Ja, sehr schön gesagt. Bin ich nämlich auch genau der Meinung. Wir haben jetzt auch schon direkt hier die nächste, zwar vom Kanarienvogel Marcello. Tim kauft ja eigentlich nur amerikanische Aktien. Er baut aber aktuell eine Position bei Deutsche Bank auf. Dazu kann er doch bestimmt was Interessantes erzählen. Also er bezieht sich jetzt hier auf die Deutsche Bank-Position, die du aufbaust. Ja, gut, das ist ziemlich klein, also die Deutsche Bank notiert unter Buchwert, die hatten eine Riesenkrise, die haben auch ein Imageproblem und wir haben zu viel Banking in Deutschland, wir haben zu viele Bankfilialen, da haben ja auch die Commerzbank, der Konkurrent hat schon einiges auch an Personal abgebaut, an Filialen, das wird alles ausgedünnt und das ist so eine Value-Aktie für mich, aber hey, das ist minimal, ich habe da vielleicht $3,000 investiert, aber auch schon länger her und da bin ich im Plus, aber also ich baue das jetzt auch nicht weiter aus, das ist nichts Besonderes. Bei den Banken ist es so oder allgemein, wenn eine Aktie in der Buchwert notiert, es gibt ja auch ein paar Versicherungen, die notieren so rund um den Buchwert, ist schon interessant aus Value-Sicht, aber die Börse hat auch immer recht, die wissen, warum das so ist und die haben ein Ertragsproblem gehabt, die haben viele Strafen bei der Deutschen Bank bekommen, in Amerika, in Deutschland, alles, die haben ja kaum einen Skandal ausgelassen. Also das ist so eine richtige, die Deutsche Bank ist so eine richtige Skandalnudel. Die haben ein Problem gehabt im Management, im Aufsichtsrat, die haben Vertrauen verspielt und verbrannte Erde hinterlassen, ja. Aber so als Value Investor denkst du, Mensch, also die Krise ist so eine Dauerkrise. Und da kann man sich so Aktien mal anschauen, die ganz desaströs so abgeschmiert sind, ja. Da kannst du dir anschauen, sowas wie AIG, deinen großen Versicherer, ich glaube, der notiert unter Buchwert. Da kannst du dir anschauen, so K&S, Kali und Salz in Deutschland aus dem MDAX. Komplett zerbröselt das Ding. Ich glaube, die sind auch unter Buchwert, müsste man sich jetzt nochmal anschauen. Und da gibt es viele Aktien so in dem Bereich, wo du denkst, Mensch, vielleicht ist vielleicht die Börse zu kritisch, zu skeptisch und können sich auch wieder erholen. Also so nach dem Motto, die Stumpen einsammeln oder versuchen auszuprobieren, die Stumpen einsammeln. Okay. Wobei das natürlich auch nicht ohne Risiko ist, weil die, wenn so eine Aktie so eingebrochen ist, das ist die Börsianer wissen da eigentlich schon, die sind ja keine Idioten, die sich so Börsenkurse anschauen und so. Also die haben schon enorme Probleme. Aber das alte Modell war, du schaust dir den Zerschlagungswert an,
zum Beispiel Zerschlagungswert von auch einer Lufthansa oder so, die sind ja bei unter 8 Euro. Mhm. Und da denkst du, ja, Mensch, also wenn jetzt die Krise, die Pandemie vorüber ist, ja, und diese ganzen Airlines, gibt es ja noch andere, die Airlines, die abgeschmiert sind. Und wenn die Pandemie kommt, doch, die Leute wollen doch auch wieder reisen, ja, Fernreisen machen. Sich die Welt anschauen, die wollen nach Amerika, die Europäer fliegen und nach Asien. Und das erholt sich irgendwann alles wieder, denke ich mal, ja. Mhm. Und da kann man sich vielleicht in der Pandemie Reiseaktien anschauen. In der Finanzkrise schaut man sich Bankaktien an. Und so habe ich auch das Depot aufgebaut. Also in der Finanzkrise habe ich Bank of America gekauft. In der Pandemie die Airline-Aktien, United Airlines, Delta Airlines, vielleicht kann man sich auch eine Lufthansa anschauen, aber es ist schon brutal. Also gibt auch viele Argumente, die dagegen sprechen. Lufthansa, Dauerkrise, hat sich nie richtig erholt. Vorstand kassiert 2 Millionen ab oder 4 Millionen, ja. Wie kann das sein? Das ist ja fast schon unethisch, ja. Die erhalten Staatshilfe. Wie kann es sein, dass so ein Lufthansa-Vorstand Millionen verdient, ja? Also, es gibt viele Dinge und dann Pensionsverpflichtungen haben sie so enorme Pensionsverpflichtungen, viele Sanierungsfälle im Konzern. Aber ich schaue mir so Sachen an, aber ich habe so ein Mischdepot, ich habe so Sanierungsfälle, Value-Werte und aber auch Growth. Mhm. Ich investiere auch in so Wachstumsaktien. Also du versuchst so auch so ein bisschen breites Spektrum in dein gesamtes Anlageportfolio reinzupacken. Du fixierst dich jetzt nicht nur auf nur Wachstumsaktien, nur Dividendenaktien, sondern wirklich alles Mögliche, aber auch irgendwelche Turnaround-Werte einfach und versucht auch zum Teil antizyklisch zu investieren, also dort, wo alle sagen, nee, das ist nichts, vielleicht, hey, da gehe ich vielleicht auch mal mit einer Position rein, wenn ich das angeschaut habe, 2.000, 3.000 Euro zum Beispiel, wo du sagst, hey, das könnte was sein, längerfristig, aber natürlich mit entsprechendem Risiko, wohlbemerkt, okay. Natürlich immer, immer spannend. Vielleicht, das ist auch noch so, was mich persönlich interessiert, du hast ja auch gesagt, du hast auch Bank of America oder ich weiß nicht, vielleicht auch noch andere Bankenaktien. Was denkst du insgesamt von dieser Branche Banken, so wie die jetzt sind, haben die jetzt noch eine Zukunft, so wirklich eine langfristige Zukunft oder müssen die jetzt langsam aber sicher wirklich radikal, ich sag mal, sich anpassen, vor allem diese dicken Schiffe, sei es jetzt Digitalisierung, allenfalls auch Blockchain oder andere Geschichten. Denkst du, da muss wirklich viel geschehen, damit die langfristig dann auch am Marktplatz, also auch noch in 50 Jahren, in 100 Jahren bestehen können? Oder denkst du, das wird jetzt weiter noch so schön, wie es jetzt ist, voranschreiten können? Ja, die müssen sich auch ständig erneuern und neu erfinden und moderner werden. Aber wenn du mal schaust, diese JP Morgan und so, und die nutzen auch alle Online-Apps, wo du dann zur Cash transferieren kannst an Freunde, an die Bäckerei, wenn du einkaufen gehst oder deinen Arzt oder was. Also die haben das auch alles aufgesetzt, ja. Du kannst überall Cash transferieren auf die Schnelle mit 2, 3 Klicks. Mhm. Aber klar, die müssen sich neu erfinden, die müssen die Kosten im Griff haben und die dürfen Zukunftstrends nicht verschlafen. Aber hey, wenn du mal so Giganten anschaust, ja, die, also so JP Morgan, Bank of America, die sind gigantisch, ja. Und die verdienen Milliarden jedes Quartal. Die können so kleine Dinger können die auf die Schnelle übernehmen und die sind da auch in dem Markt drin. Und dann hinzu kommt ja noch, das ist stark reguliert. Du kannst nicht einfach hergehen und Geld verleihen. Auch so eine PayPal oder so, die sind erfolgreich. Riesengroß geworden, Riesenladen. Aber die können auch nicht gerade Hypotheken vergeben, weil der Markt ist reguliert und da gibt es eine Aufsichtsbehörde, die brauchen eine Banklizenz und das ist alles nicht so einfach. Also der Markt ist auch ein bisschen geschützt. Der hat so einen Burggraben durch die Regulierung von BaFin und hier in Amerika die SEC und so. Mhm. Du kannst nicht so ein Startup aufbauen, ja, auf die Schnelle da Geld hin und her schicken lassen und so. Das wird stark reglementiert und reguliert und deswegen haben die einen Schutz, ja, die sind geschützt, aber die müssen aufpassen, dass sie die Zukunft nicht verschlafen. Das ist genauso bei den Ölfirmen. Ich habe jetzt die Chevron, die müssen auch wahrscheinlich in Solar und Windenergie investieren und die müssen das Öl, das Klima, wir haben einen Klimawandel, die müssen sich auch neu ausrichten und ihr Geschäftsmodell überdenken, auch die Exxon und so.
sonst haben sie auch ein ethisches Problem. Ja? Und wie willst du Mitarbeiter gewinnen und ein gutes Management, wenn dir alles egal ist und du verbrennst die Kohle, ja? Und deine Bohrinseln fliegen, die Luft verseuchen, die Meere. Also da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Ich finde das auch gut und das ist total wichtig, dass auch Investoren und wir auch Kleinanleger Druck machen und Fragen stellen auf Hauptversammlungen und die Presse Fragen stellt. Nachhaltiges Investieren hat eine riesen Zukunft. Deswegen, alle vier müssen sich wandeln und dem Kunden auch, dem Konsumenten entgegenkommen, was Gebühren angeht. Das alte Modell, dass du zu deiner Sparkasse gehst und dann kriegst du einen ganz teuren Fonds aufgeschwatzt mit 5% Ausgabeaufschlag. Mhm. Und da fühlt sich doch auch über den Tisch gezogen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und das war eigentlich beschissen. Also, oder so ein Strukturfinanzvertrieb, da teure Versicherungen nur für die Abschlussprovision. Also es ist ein altmodisches Modell. Da müssen die sich neu ausrichten und kundenfreundlicher werden. Der Kunde möchte Kosten, Gebühren sparen, er möchte fair beraten werden und er sucht sich im Internet dann was Passendes. Deswegen Robinhood und die ganzen anderen Broker, die Discount-Broker und das hat eine Berechtigung. Mhm. Ich finde das gut, den Wandel. Kosten runter, Transparenz rauf, super gut für den Konsumenten. Ja.